Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder einen 60-Sekunden-Buchtipp für euch. Das bedeutet, ich stelle ein Buch in sehr kurzer Zeit vor und ja, hoffe, das lässt sich in euren stressigen Alltag integrieren. Ich finde, Buchtipps kann man nie genug haben, aber manchmal braucht man einfach keine 20 Minuten Gelaber darüber, wie das Buch war, sondern einfach eine kurze und knackige Zusammenfassung. Und genau das möchte ich mit meinem Format ermöglichen. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lang drum herum und starten dann mal gleich mit meinem Buch für heute. Ich möchte euch heute Das Lied der Wölfe von Rena Fischer vorstellen. Die junge Wolfsforscherin Kaya wird nach Schottland berufen, weil sie dort für einen sehr reichen Milliardär die Idee umsetzen soll, Wölfe neu anzusiedeln. Allerdings begegnet sie dabei auch dem Sohn dieses Auftraggebers, also Nevis, und ja, die beiden liegen nicht gleich so auf einer Wellenlänge. Ich muss sagen, tatsächlich am meisten beeindruckt hat mich wohl Schottland. Also die Liebe zu Schottland und vor allem auch die Liebe zu Wölfen merkt man in jeder Zeile. Rena Fischer hat das so unglaublich eindrücklich beschrieben, dass ich sofort Sehnsucht nach Schottland hatte. Ich war noch nie da, aber ich möchte da jetzt unbedingt mal hin. Aber auch insgesamt, die Geschichte ist hochemotional. Sie hat mir viel abverlangt, war nicht immer ganz einfach. Und gerade auch diese Geschichte zwischen Kaya und Nevis ist bei weitem keine einfache. Mich hat die Geschichte sehr begeistert und wenn ihr nach einem Roman mit einer Mischung aus Liebe zueinander und Liebe zu den Wölfen und ganz viel Liebe zu Schottland sucht, dann greift unbedingt zu diesem Buch. Das war dann auch schon wieder mein Buchtipp für diese Woche. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Ich begleite das Lied der Wölfe tatsächlich jetzt schon auf die unterschiedlichste Art und Weise und habe es tatsächlich auch schon etwas früher vor dem ET lesen dürfen. Ich bin so froh, dass ich endlich über dieses Buch sprechen kann, wo ich es so lange halt einfach nicht durfte. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr es euch auf eure Wunschlisten schreibt. Aber vorher verratet mir doch mal in den Kommentaren, ob ihr selbst Wölfe auch so faszinierend findet. Also ich muss sagen, ich finde Wölfe super faszinierend. Also die Familienbande, das Verhalten und generell einfach Wölfe finde ich sehr majestätisch. Ich weiß nicht, also Hunde mag ich auch gerne, vielleicht liegt es auch daran. Aber Wölfe sind so eine Sache für sich. Ich finde das Thema wahnsinnig spannend. Sagt mir doch mal, ob euch das auch ganz spontan so geht. Ich bin Ramona von Kielfeder und ich freue mich, dass ihr bei diesem Video dabei wart. Ihr findet mich auch auf Facebook, Twitter und Instagram und ich freue mich, wenn ihr mir hier auf YouTube folgt oder dem Video auch einen Daumen nach oben da lasst. Dann sage ich jetzt erstmal bis zum nächsten Video und bis bald.